der Millionenmetropole liegt eine kleine Inselgruppe. Sieben unbewohnte Felsen, die Ilhas Kagaras. Brutgebiet für tausende Vögel, seit 2010 unter Schutz gestellt. Und deshalb gilt auch kein Zutritt für Menschen. Normalerweise. Wir dürfen zusammen mit Forschern und einem Vertreter der Naturschutzbehörde ausnahmsweise dorthin. Diese Gruppe fährt alle paar Wochen raus. Sie erforschen auf den Felsen, wie sich die Tierarten dort entwickeln. Für uns auch Gelegenheit, die Stadt am Zuckerhut von Seeseite aus zu erleben. Dabei stelle ich einmal mehr fest, egal von wo aus man schaut, diese Stadt hat immer eine ganz besondere Ausstrahlung. Dieses Naturschutzgebiet vor der größten Küstenstadt Brasiliens liegt nicht mal 4 Kilometer von den Stränden entfernt. Deswegen waren die Inseln auch immer sehr stark der Belastung der Stadt ausgesetzt. Die ständig wachsende Bevölkerung mit ihrem Müll hat über die Jahre auch den Inseln zugesetzt. Auf jeder Luftaufnahme sieht man sie. Die Felsen gehören zu Rio. Und es ist gut, dass dieses Naturmonument jetzt ausschließlich Flora und Fauna gehört. Nur sie haben die Lizenz, die Inseln zu betreten, was im Übrigen ziemlich beschwerlich und auch nicht ganz ungefährlich ist. Es gibt keinen Landungssteg, keine Strände, nur glatte Felswände und scharfe Klippen, die mit Muscheln übersät sind. Aber wir wollen die Forscher nicht alleine lassen. Rio ist immer ein Abenteuer. Wir wollen mit den Forschern darüber, um mit ihm zusammen die Vogelwelt auf der Insel zu beobachten. Dafür müssen wir einiges in Kauf nehmen, auch jetzt hier rüberschwimmen. Nicht ganz einfach, unsere Filmausrüstung hinüberzubekommen, aber es lohnt sich. Wir werden von den Bewohnern zwar misstrauisch beäugt, aber die Seevögel wissen ganz genau, dass von uns keine wirkliche Gefahr ausgeht. Fregattvögel, tausende nisten allein auf dieser Insel. Larissa und ihre Kollegen untersuchen einige Nester und Jungtiere. Sie wiegen die Vögel, nehmen Maß, zählen die Gelege und so weiter und sind ganz froh, dass sich die Population hier gut entwickelt. Das hier ist ein Jungtier von einem Nest, das wir schon früher registriert haben. Heute werden wir den Vogel beringen. So haben wir immer die Möglichkeit, wenn er irgendwo anders mal gefunden wird, ihn zu identifizieren. So können wir erforschen, welche Distanzen die Vögel zurücklegen, ob sie woanders für Nachwuchs sorgen und wie ihre Lebensbedingungen sind. Hier steht drauf, wo man uns Bescheid sagen kann, falls man dieses Tier findet. Zurück ins Nest, die Prozedur hat dem Vogel wohl nicht gefallen, wenn man den Protest richtig deutet. Fregattvögel sind perfekte Segler. Manche haben eine Spannweite von über 2 Meter. Robinson Crusoe-Feeling direkt vor den Toren der Megacity. Spektakulär. Genauso wie das Balzgehabe der Fregattvögel, wenn die Männchen ihren roten Kehlsack weit aufblasen und sich gegenseitig in ihrer Schönheit übertreffen wollen. Die Weibchen fliegen sozusagen auf die Männchen, deren Kehlsack die größte Attraktivität hat. Die Männchen geben oft auch trommelnde Töne ab, um Partner anzulocken. Und wenn sich die Pärchen dann gefunden haben, dann lassen die Männchen den Kehlsack wieder verschwinden. Und zwischen den Federn ist nichts mehr zu sehen. Die Luft ist dann raus sozusagen, die Brautschau beendet, bis zur nächsten Paarungszeit. Wir fahren zur Nachbarinsel, denn die Forscher wollen uns noch mehr von der Naturschönheit zeigen, von der sie manchmal angesichts der urbanen Einflüsse selbst überrascht sind. Manchmal fehlen uns selbst die Erklärungen. Hier ist es nicht besonders tief. Wir sind nahe am Kontinent, an der Stadt. Hier fahren viele Schiffe vorbei.
Eigentlich müsste man vermuten, dass die Auswirkungen von all dem immens sind. Aber direkt an den Inseln ist es das Gegenteil. Es ist ein Platz voller Leben. Fernando nimmt uns mit in die Unterwasserwelt der Ilhas Cagaras. Und was wir sehen, ist wirklich überraschend. Mit so einer Lebensvielfalt direkt vor der Megametropole haben wir nicht gerechnet. Vor allem, wenn man weiß, dass die Stadt ihre Abwässer in großen Mengen ins Meer leitet und auch ansonsten Müll oft gedankenlos entsorgt wird. Ein paar Meter weiter Richtung Stadt sieht es dann auch gleich ganz anders aus. Das sind die Bilder, die Fernando verzweifeln lassen und die er veröffentlicht, damit die Gesellschaft aufgerüttelt wird. Bei jedem Tauchgang füllen die Forscher ihre Beutel mit Unrat aller Art. Es schadet der Umwelt und es sieht hässlich aus. Und es ist auch eine Gefahr für Taucher und Schnorchler, die hier gerne unterwegs sind. Aber die Mentalität verändert sich allmählich. Die Vermüllung nimmt ab. Es ist ein Erfolg unseres Naturschutzes.